Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich mal mit einer Aussage von Herrn Lorz beginnen, die Sie im Rahmen der ersten Lesung getätigt haben. Und zwar haben Sie so etwas in die Richtung gesagt, die Opposition würde so tun, als gäbe es aktuell keine Pandemie. Und das möchte ich wirklich mit allem, was ich habe, zurückweisen. Sie wissen ganz genau, wir haben, alle Oppositionsfraktionen haben in den letzten Monaten den Kurs, die Schulen auch zu schließen, mitgetragen. Aber jetzt geht es eben darum, wie die konkreten Maßnahmen dann in der Schule auch umgesetzt werden und wie die kommuniziert werden. Und da ist Ihre Politik nicht alternativlos, auch wenn Sie das immer gerne so darstellen. Wir haben eben die Situation, das haben wir heute und diese Woche schon oft besprochen, dass Eltern und vor allen Dingen Mütter aktuell vor sehr großen Problemen stehen. Sie haben einen Großteil des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens wieder hochgefahren und geöffnet als Landesregierung und haben sich eben nicht die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich damit mit den Kindern in der Kita, in der Schule, wenn die Eltern wieder arbeiten müssen. Das haben Sie einfach auf die falsche Bahn gebracht. Und jetzt ist es doch an Ihnen, die Interessen von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern ernst zu nehmen und abzuwägen. Weil aktuell haben wir doch das Problem, dass vor Ort die Lehrkräfte und die Eltern jetzt gegeneinander ausgespielt werden in ihren Interessen. Wir haben das berechtigte Interesse von Eltern, dass sie ihre Kinder in eine Betreuungs- und Bildungseinrichtung geben wollen. Wir haben aber auch das berechtigte Interesse von den Lehrkräften, aktuell vor allen Dingen wegen der Mangelsituation an hessischen Schulen, dass sie um ihre Gesundheit bangen. Und diese Interessen werden jetzt vor Ort gegeneinander clashen. Das hat man jetzt schon an vielen Orten gesehen. Und da wäre es Aufgabe der Landesregierung, eine Politik zu betreiben, diese Interessen in die Politik einzubinden und abzuwägen, anstatt diese aus ihren Gesetzesvorhaben komplett auszuschließen, wie Sie das gemacht haben. Und vor allen Dingen ist doch die Frage, wie können Sie eigentlich jetzt so einen Gesetzentwurf schreiben, der einen Charakter hat? Also Sie sagen ja immer, das muss jetzt so schnell passieren, damit die Schulen Rechtssicherheit haben. Das stimmt. Allerdings ist dieser Gesetzentwurf doch deutlich weitreichender als nur für den Rest des Schuljahres. Es geht ja auch sozusagen in das nächste Schuljahr schon hinein. Und dafür ist aber der Gesetzentwurf dann deutlich zu wenig. Das, was der Herr Schwarz angesprochen hat, die Frage nach dem Lernen zu Hause, kommt doch so gut wie überhaupt nicht vor. Also Sie haben dafür dann doch deutlich zu wenig vorgelegt. Es wäre möglich gewesen, ein anständiges Gesetzesvorhaben vor der Sommerpause zu initiieren, jetzt noch davor mit einem kleinen Gesetz zu ändern, was unbedingt notwendig ist, und dann in einem anständigen Anhörungsverfahren, Beteiligungsverfahren den Rest für das nächste Schuljahr zu ändern. Das haben Sie aber eben nicht gemacht, und das kritisieren wir. Ich will noch einmal kurz darauf zurückkommen, was wir auch in der letzten Sitzung oder in der letzten Lesung besprochen haben, nämlich das Thema Digitalisierung. Weil, Herr Schwarz, Sie haben das ja jetzt von dem Kollegen Kaffenberger schon vorgehalten bekommen. Es gibt erhebliche Probleme und Konstruktionsfehler bei Ihrem Vorhaben, jetzt digitale Endgeräte an bedürftige Schülerinnen und Schüler weiterzuleiten. Das würde ich Ihnen gerne einmal erklären. Wir haben in Hessen eben keinerlei Bedarfsermittlung. Das Hessische Kultusministerium weiß überhaupt nicht, welche Schülerinnen und Schüler jetzt einen Bedarf haben an einem digitalen Endgerät. Und das ist ja auch das Problem am Digitalpakt. Da geht es nicht darum, dass wir mal gucken in Hessen, wo ist eigentlich Bedarf an welcher digitalen Weiterentwicklung von Schulen, sondern es geht darum, dass Schulträger selbst gucken sollen und selbst Anträge stellen sollen. So, das führt jetzt dazu, dass sich eben die hessische Kultuspolitik danach ausrichtet, welches Google-Sucheergebnis bei Herrn Schwarz auftaucht. Und da kommt dann eben eine fiktive Summe von 5 Millionen Euro an Bedarf. Das ist ein gutes Stichwort, Frau Kollegin. Kollege Schwarz würde nämlich gerne eine Zwischenfrage stellen. Okay. Was sagen? Aber ich fahre jetzt erst einmal fort. Aber das ist ja nicht der konkrete Bedarf, Herr Schwarz, den es wirklich gibt. Und was ich auch noch einmal sagen will, Herr Schwarz, der Bedarf ist ja nicht nur bei Transferleistungsbezieherinnen und bei Transferleistungsbeziehern da, was jetzt so ein bisschen ja so aussieht, als ginge das in die Richtung. Wir haben von Ihnen ja auch noch kein konkretes Konzept gesehen. Da kommt es aber, da fallen ja auch wieder viele Kinder hinten runter, ne? Also Familien mit vielen Kindern, die aber eben nicht im Transferleistungsbezug sind, sind dann wieder ausgeschlossen von den digitalen Endgeräten. Wie sollen diese Gelder eigentlich überhaupt verteilt werden? Also frage ich mich jetzt wirklich, wie sollen diese Gelder an Schülerinnen und Schüler dann ankommen? Sollen Kinder aus Hartz-IV-Familien beispielsweise mit einem Schein vom Amt dann in die Schule gehen, um sich dann das Hartz-IV-Tablet abzuholen, damit zukünftig in der Schule auch wirklich jeder weiß, welches Kind arm ist? Eine solche Lösung ist wirklich abzulehnen.
Nein, was es wirklich braucht, ist eine Landesregierung, die begreift, dass digitale Endgeräte als Lernmittel zu gelten haben und dass allen Schülerinnen und Schülern zumindest im Bedarfsfall ein Leihgerät zur Verfügung gestellt werden muss. Ich würde gerne mit einem Zitat von Alexander Bendler enden, der in dem Magazin Jacobin gesagt hat, zur Verurteilung von den Corona-Demos, die wir ja hier auch in Ihrem Antrag wiedergefunden haben, den Sie eingereicht haben gestern. Es ist typisch für die Doppelzüngigkeit des Bildungsbürgertums, sich einerseits über die Bildungsferne anderer Schichten zu beschweren, andererseits aber ein Schulsystem zu verteidigen, das diese Bildungsferne immer wieder herstellt. Vielen Dank.